Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary WoW BFA. Nicht mythische Schlüsselsteine, nicht PvP, sondern überraschenderweise, denn ihr seht es ja schon an Video und Titel, wir sind wieder in den Visionen von Stormwind. Der gute Ari am Start mit seinem Schurken. Mr. Standard Interface ist am Start, Freunde, für uns heute. Das ist so schön, das zu sehen, deswegen wollte ich es am Anfang gleich sagen. Guckt euch das an, oder? Da komme ich direkt zurück in die gute alte Zeit, bevor ich Elf UI damals aufgezwungen bekomme. Habe vom lieben Bolias und jetzt hier die Schurkenaktionen. Jawohl, mit dem Greifhaken gleich rüber, was er hier nicht alles skippen kann. Da bleibt natürlich einiges an Münzen auf der Strecke, aber da wir nicht in M+ unterwegs sind, brauchen wir ja auch keine Prozente, die ja voll gemacht werden müssen. Und wenn man hier ein bisschen was an Zeit und Kampf sparen kann, ist das doch eine super Sache. Eigentlich wollte ich sagen, dieses Geflecht müsste ihn ja auch aus der Verstohlenheit holen, deswegen ist er auch drumherum gegangen. Gabe der Titan ist auch angeworfen worden, das bedeutet, der Talentbaum der Mutter ist auch in entsprechend ausgeskillt. Also das scheint hier alles wunderbar zu funktionieren. Und jetzt geht er hier tatsächlich rechts lang. Ich glaube, auch das ist eine Premiere. Nicht nur, dass der Gute am Klicken ist und das Standard-Interface benutzt, wie der gute Melrith das seinerzeit mit dem Krieger schon hatte, sondern er geht auch wirklich rechts lang. Und das liebe ich ja, dass wir in den Visionscommentaries die verschiedensten Spielweisen, die verschiedensten Interfaces und auch die verschiedensten Wege kennenlernen. Das finde ich immer mit am interessantesten, ganz abgesehen von dem individuellen T-Morg natürlich. Wir wissen, im Zwergendistrikt müssen wir die Bomben aktivieren und ich wollte eigentlich erst deaktivieren sagen und dann fiel mir ein, nein, ist ja eine Vision, alle sind wahnsinnig, wir selber auch, wir jagen einfach alles in die Luft, Leute. Hier kann keiner mehr gerettet werden und dann haben wir das Ding auch schon clear geräumt und müssen nur noch den Endboss entsprechend besiegen und egal ob Gnome, Menschen oder Zwerge, alles muss hier gerichtet werden. Wir sehen einiges an Verderbnis, wir sehen diesen Schlag, den es glaube ich von den Raden-Waffen zum Beispiel gibt, dieses Tentakelgelöt nach vorne. Die Aufnahme stammt auch aus einer Zeit, wo die Verderbnis noch nicht über Händler und Co. freigeschaltet werden dürfte, zumindest nicht, wenn man das ganze Game gehackt hat. Also dann geht es ansonsten eben nicht. Und das mit dem Leerräumen funktioniert hier bisher sehr, sehr gut, auch ohne größere Probleme, was den Verlust geistiger Gesundheit angeht. Auch die Affixe sind eigentlich sehr gut miteinander zu vereinbaren. Die versenkten Füße, wo man ab und zu rumspringt und die Entomophobie, wusste ich natürlich aus dem Kopf, musste ich gar nicht hingucken und ablesen, wo man aufgrund der Käfer hin und wieder hüpfen muss und sollte. Und jetzt sehen wir hier auch mal, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob wir den Mobs haben, die uns aufdecken. Jawohl, zumindest die Elite-Viecher, zumindest die Bosse oder Mini-Bosse der Viertel, die können uns tatsächlich auch sehen durch die Verstohlenheit. Ansonsten hätten Druiden wie auch Schurken natürlich einen Vorteil, der sowas von überhaupt nicht von der Hand zu weisen gewesen wäre, dass ich das Geheul im Forum schon wieder bis hierhin hören kann. Und da wir das nicht haben, ist das so laut, dass es aus einer Paralleluniversumsdimension kommen muss, Freunde. So, doppelt gemoppelt, da ging es jetzt an der Stelle auch nicht mehr. Da sind wir, denke ich, alle ganz glücklich und da müssen auch Schurken und Dudus in den sauren Apfel beißen und vielleicht auch noch die Mages und wer nicht mittlerweile alles in Verstohlenheit gehen kann, oder? Holy fuck, dass wir da zum Glück nicht alles instant skippen können. Dennoch sehr schön mal zu sehen, auch die anfänglichen Greifhaken-Aktionen, die habe ich mir von diesem guten Mann auch nicht anders erwartet im Vorfeld, denn da hat er ja schon diverse Experimente mit gewagt, deswegen hätte es mich sehr gewundert, wenn wir da direkt anfangs auch schon enttäuscht worden wären, aber nein, das wurde einfach sauber abgerissen. Ich glaube, die in der Mitte fehlt noch. Jawollo, da geht er hier nochmal außenrum, pullt die auch ein Stückchen raus, versucht schon sehr sicher zu spielen mit Hinblick auf lieber nicht zusätzlich pullen, denn wir haben es gerade gesehen, auch dieser Sprung von den versenkten Füßen, der kann natürlich dafür sorgen, dass so eine Situation sehr schnell sehr chaotisch wird. Und wenn wir das unten auch mal ansehen, das haben viele von euch auch beim klickenden Krieger-Replay schon geschrieben, sie konnten das alles gar nicht so genau verfolgen, sie waren sehr froh, dass ich das nebenbei kommentiert habe und sie so ein ungefähres Gesamtbild dann bekommen haben von dem, was da abgeht. Sie waren nur am Schauen, was der Gute mit der Maus macht und das ist wahrlich eine Kunst. Ja, das hat mein Lehrer in der Ausbildung damals immer so schön gesagt. Ich habe sehr viel bei Photoshop, bei GIMP und so weiter, bei Bildbearbeitungsprogramm mit dem Radierer gearbeitet. Und der Radiergummi, der wird einfach so ein bisschen belächelt, ja, von den krassen Photoshoppern und von den krassen Windows-Shoppern und von wem weiß ich nicht alles, ja, wird immer so gesagt, ja, der Radierer, bisschen ungenau, ne, oder alles nicht so schön, da arbeitet man lieber mit geraden Linien und Ausschneidwerkzeugen und Zauberstäben und ja, wer keine Ahnung hat, was man da so macht, der hat jetzt vermutlich Harry Potter vor Augen und das kommt auch ganz gut hin, wie ich da so mit meiner Narbe und Brille vorm Rechner gesessen habe. Und dann fügt ihr am Ende hinzu, aber ihr könnt das optimieren und es gibt einige
Künstler in diesem Bereich, einige Bearbeitungsprogramm-Großmeister, ja, die dann in so einer Jedi-Robe irgendwie vorm Rechner sitzen und das hinbekommen und die Macht des Radiergummis anrufen, keine Ahnung. Und das sind wahre Virtuosen mit diesem Werkzeug. Und dann wusste ich, okay, geht also doch, ich bleibe dabei und funktioniert bisher ganz gut. Wenn ihr hin und wieder ranzoomt auf meine Thumbnails, auf meine Vorschaubilder, dann sieht man stellenweise sehr genau, wo ich mit dem Radiergummi gearbeitet habe und wo nicht. Aber, das ist ja das Schöne, das sind kleine Vorschaubilder und da solltet ihr auch gar nicht ranzoomen. Und so ist es auch mit dem Interface, so ist es mit dem Klicken. Das ist für viele erstmal mistig, das ist für viele erstmal langsamer. Aber es gibt einige, die können damit so gut umgehen. Die machen das im Schlaf, die nutzen den Global Cooldown, die kennen die Wege ihrer Maus nahezu auswendig, die optimieren all das. Und Adi, total nett hier, kickt sogar die Bomben beim NPC noch weg, bevor er engage. Großartig. Und das alles, während er eben klickt. Ja, und da gibt es auch solche Künstler, solche Virtuosen, Freunde, an der Maus, die weder Keybinds noch sonst was brauchen. Einfach eskalieren, M-Plus gehen, mythisch raiden, PvP-mäßig eskalieren oder Divisionen mit 5 Masken, um das auch nochmal hervorzuheben. Problemlos spielen können, den Mantel der Schatten mit reingeworfen. Jawohl, als aktive Essenz sehen wir schon unten der Atem der Sterbenden hier, der mitgenommen wurde. Das ist ja so gesehen unser Schmelztiegel ohne Dot, der noch mit so einer kleinen Execute-Mechanik belohnt. Das heißt, wenn der Gegner fast tot ist, dann wird eben die Abklingzeit schneller zurückgesetzt. Ihr könnt das schneller wieder benutzen und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei dem guten Mann den Originalton der Aufnahme mit drin lasse. Wenn ja, dann hört ihr auch dieses Schreien-Add-on, wo ich mich jedes Mal aufs Neue fast erschrecke. Wenn es auf einmal aus dem Nichts kommt, liebe Leute. Ansonsten lasst euch gesagt sein, dass dieser gute Mann einige schöne Add-ons mit dabei hat. Und siehe da, die Konkurrenz, die gegnerischen Schurken, die wissen natürlich, wie sich so eine Verstohlenheit anfühlt, wie die riecht und wie die aussieht. Und dementsprechend konnten auch die hier mit den aufdeckenden Augen sehr schön, naja, das wird euch jetzt überraschen, aber aufdecken. Gabe der Titan ist noch an, jawollo, da wollen wir auch sofort rein eskalieren. Sehr, sehr schön, Essenz wieder mit reingeschmettert worden. Einwandfreie Geschichte, Verderbnis haben wir gesehen. Wenn ich mich nicht irre, krachen da auch die Sterne immer mal wieder mit runter. Dann, wie gesagt, dieser lehrenhafte Tentakelschlag nach vorne, da sehen wir ihn wieder. Das ist natürlich alles nicht von schlechten Eltern. Und das sollte, wenn man dann die ganzen anderen Mechaniken auch beherzigt, kein größeres Ding sein. Wir sehen auch die geistige Gesundheit. Dadurch, dass der Talentbaum der Mutter entsprechend ausgeskillt wurde, auch kein Ding. Jeder Elite-Kill gibt nochmal 200 plus dazu. Die Affixe bisher sehr sauber gespielt. Aber wir wissen, bei allen bisherigen Replays gab es eine Stelle, und da war es egal, ob unsere Casual Boys ein bisschen was gezeigt haben, ob unsere mythisch Raider der Community so ein bisschen versucht haben, hier schnellstmöglich durchzuroffeln. Es gab immer eine Stelle, wo alles so günstig eskalierte, sei es die eigene Verderbnis in Kombination mit einer Bossfähigkeit, sei es der Verderbnis-Affix des Viertels in Kombination mit einem Massenpool, der irgendwie ausgelöst wurde durch einen Feuchteffekt oder wie auch immer. Und da bin ich sehr gespannt, was sich hier bei unserem schurkischen Kollegen diesbezüglich offenbaren wird und ob der Schurke nicht jemand ist, der sehr gut da auch wieder rauskommen kann, ne? Mantel der Schatten verschwinden, ob das dann zieht, ob die ihn verfolgen, ob man dann nicht aufpassen muss, dass man vor lauter Angst nicht in den nächsten Affix wieder rennt. Was haben wir hier eigentlich vom Schatten verfolgt? Jawohl, das sehen wir schon hier. Oh, jetzt auch sehr ungünstig gestunt worden drin von seinem auslaufenden Elixier. Zum Glück hat das direkt auch den 4 entsprechend unterbunden, ansonsten hätte das sehr, sehr bunt noch werden können. Das war jetzt das Elixier, was er vorhin getrunken hat. Wissen wir, wenn die ablaufen und ihr die nicht stackt, damit die dann nicht nur 5, sondern 30 Minuten oder so halten, dann haben die einen Negativeffekt. Dann müsst ihr kotzen, wenn die nicht mehr da sind. Ihr seid sofort süchtig nach dem Zeug geworden und müsst dann erstmal, keine Ahnung, in der Entzugsklinik so und seit einer halben Stunde, ein halbes Jahr gestunt, wie auch immer. Sehr schön hier den Feuchteffekt mit der Volksfähigkeit, mit dem Willen der Verlassenen unterbrochen, um gleich wieder rangehen zu können. Und die Kombination mit diesem ausbreitenden Schatten unter einem, der einen eben in Feucht versetzt, wenn der sich komplett gefüllt hat. Das in Kombination mit dem bleiernen Fuß, umso länger wir uns Infight bewegen, umso langsamer werden wir. Das Ganze resettet nur Outfight oder ah, guckt euch an, wie er da rauskriechen muss aus dieser Void, die sich langsam füllt. Ja, oder man bleibt eben stehen. Na, dann nimmt das auch langsam ab, wo man wirft so ein paar Fähigkeiten ein, wie beim DK beispielsweise. Der unaufhaltsame Tod ist eine ganz schöne Geschichte. Problem, ihr resettet die Stacks nicht. Ihr seid während der Laufdauer nur immun gegen eben jene und das stackt dann immer weiter. Und wenn ihr dann nicht Outfight seid, wenn ihr den Debuff quasi immer noch habt, ja, dann resettet er eben nicht. Und wenn dann euer eigener Buff, der den ignoriert, abläuft, dann habt ihr von 0 auf 100 auf einmal 500 Stacks oder so. Und dann geht natürlich auch gar nichts mehr.
Der nächste Boss-Mob wird hier gepullt. Der sollte eigentlich für unseren Schurken kein Problem sein. Ja, auch diese eigenen Void-Pools, die da ausgekackt werden aufgrund der Maske, die er natürlich aufhat in so einem Maskenrun, die sollten auch weniger problematisch sein. Er ist jetzt in Sachen geistige Gesundheit ein bisschen niedriger gedroppt. Deswegen werden auch zusätzliche Ads noch beschworen. Jetzt kommen hier noch einige unschöne Fähigkeiten, die Stille-Effekte. Da muss er ein bisschen aufpassen. Er droppt jetzt auch so ein bisschen low. Das ging Richtung 50%. Bisschen drunter, glaube ich sogar, wenn ich es aus dem Augenwinkel richtig gesehen habe. Aber da war ja auch für den Notfall alles noch ready, ne? Verschwinden, wie vorhin angeschnitten, die blutrote Fiole. Das ist ja der Hot-Effekt des Schurken, wo er ein bisschen was naschen kann. Holla, was war jetzt denn los? Weiß gar nicht, ob das im Replay war oder ob mein Rechner gerade sterben wollte, Freunde. Es wird wieder wärmer, da kapituliert auch hin und wieder die Technik. Aber solange sie sich nicht katapultiert, sage ich immer, können wir damit relativ gut leben und haushalten. Oh, 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 und wir sehen jetzt hier gerade, ich wollte gerade Luft holen, weißt du, und da mit dem Greifhaken noch rausgezogen. Da war der bleierne Fuß so hoch gesteckt, Junge. Da kommst du einfach überhaupt nicht mehr raus. Dann der Vier da drunter und da ist der Schurke natürlich jemand mit so einem spontanen Greifhaken, der wunderbar und sehr, sehr schnell reagieren kann, wo so eine Situation bei vielen anderen Klassen dazu einlädt, einfach, naja, völlig auf den Sack zu gehen und derart zu eskalieren, wie ich es vorhin beschrieben habe. Apropos Buff-Food, was er sich gerade reinpfeift, ich möchte euch an dieser Stelle gerne das Buff-Food für Visionen ans Herz legen, das kam auch mit 8.3 ganz vorneweg, das sogenannte Kebab, das könnt ihr alle 3 Minuten benutzen und wenn ihr das durchkanalisierend esst, ihr solltet also darauf achten, dass ihr das auch tun könnt, nicht in so einem neuen Viertel irgendwie sofort hinsetzen und essen und dann kommt irgendeine Patrouille, haut euch raus oder so, ihr habt nämlich diese 3 Minuten Cooldown, sobald ihr euch hingesetzt habt und nicht erst, wenn der Buff aktiv wurde und das bringt euch 100 geistige Gesundheit. Klingt erstmal wenig, wenn wir uns aber angucken, wie lange wir in so einer Vision drin sind und ihr alle 3 Minuten einfach 100 Gesundheit dazu bekommen könnt, durch 10 Sekunden Essen. Leute, das lohnt sich. Gibt auch so verschiedene Sachen, erhöht euer Bewegungstempo und so weiter und so fort. Also in Sachen Vorbereitung kann man bei den Visionen eigentlich nicht genug machen. Ja, Umhang upgraden, Talentbaum der Mutter, klar, aber auch so gibt es ein paar Feinheiten, auf die man einfach ein Auge werfen sollte. Wird er eine Kugel stellen, ist jetzt die Frage. Mit dieser Gesundheit zu Shaw ist definitiv mutig. Mal sehen. Von Schurke zu Schurke. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, er wartet die Affixe ab. Er setzt sich ganz entspannt nochmal hin, wartet auch auf diesen Kollegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er tun möchte. Er wartet bestimmt auf einen günstigen Moment, um jetzt auch in Verstohlenheit anzufangen oder halt auch nicht. Nö, warum auch? Es geht zu Shaw, liebe Leute. Und wenn man weiß, was der Gute macht und wenn man weiß, wie man das outplayen kann, dann ist es ja natürlich auch kein Problem. Möchte an dieser Stelle aber daran erinnern, dass wir mit 5 Masken spielen. Das bedeutet, wir kriegen auch mehr geistige Gesundheit abgezogen. Wir haben generell weniger und wir kriegen mehr abgezogen. Dazu die Void Pools, die wir bei jedem Schritt entsprechend hinter uns oder vor uns, je nachdem wie wir gehen, natürlich kacken und somit hinterlassen. Und wenn wir bei Shaw sowohl diesem lila Void-Wirbel, den er jetzt gerade macht, so schattenschrittmäßig. Wenn wir dem ausweichen und uns, das macht er ja sehr, sehr schön, mit dem Rücken zu den Augen drehen, dann kriegen wir natürlich auch keine geistige Gesundheit abgezogen. Das ist immer wieder etwas, was Leute nach wie vor überrascht, was sie nach wie vor nicht wussten, wo ich mich frage, natürlich, Freunde, habt ihr etwa nicht die Visions-Playlist zur Genüge gesehen? Das müssen wir an dieser Stelle ganz kritisch hinterfragen. Oh, 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 das sieht aber wirklich knapp aus. Ich meine, er hat natürlich die Sicherheit. Er hat den Talentbaum der Mutter fertig geskillt. Das bedeutet, er hat noch so ein Notfallkit. Jetzt natürlich die 200 geistige Gesundheit dazu. Erstmal Escape gefettfingert vor lauter Aufregung. Man kennt es sehr genau. Und das ist natürlich immer eine gute Sache, auf die man sich verlassen kann, auf die man sich aber nicht völlig verlassen sollte, wie auch auf die Gabe der Titanen. Da gibt es auch verschiedene Add-ons, verschiedene Weak Auren. Jetzt ist sie gerade nach dem Fight angegangen. Ja, und die ist natürlich immens wichtig, weil mehr Tempo und immun gegen geistigen Verfall jeglicher Art. Deswegen wird er die bestimmt auch nutzen, um hier die Ads noch schnell wegzubrezen. Jawohl, mit dem Klingenwirbel. Schön im AOE, herrliche Geschichte. Wieder die Arzerit-Essenz mit rein. Einwandfrei, Leute. Guckt euch das an da. Wie mit dem Messer durch die Butter, Junge. Nachdem die Butter eine halbe Stunde in der Mikrowelle war. Wisst ihr, so flutscht das da einfach durch. Herrliche Nummer. Und das ist eben so eine Sache, die sollte man im Hinterkopf haben. Klar, auf die sollte man sich aber nicht völlig verlassen. Ja, weil da kann ja so viel aus dem Ruder laufen. Und auch dieses Notfallkit, was euch geskillterweise nochmal den Arsch retten kann, das ist natürlich nice, aber ihr wisst ja nicht, in welcher Situation das kommt. Ne? Kann ja sein, die Situation ist so kacke, dass du stirbst, dann wirst du nochmal gerettet, kommst nochmal rein mit so ein bisschen Notfallgesundheit, dann stirbst du gleich wieder, weil die Situation so kacke ist. Also am besten gar nicht erst in eine solche Bredouille bringen lassen, aber hier hat es auf jeden Fall funktioniert für unseren Schurken. Er hat noch 3 Kugeln frei, hat auch den Greifhaken hier lässig aus dem Handgelenk geschüttelt und kommt jetzt zum Handelsdistrikt, scheint sich das Magierviertel bis ganz zum Schluss aufzuheben. Auf das bin ich auch sehr, sehr gespannt.
gespannt. Oh, und hier genau, das ist genau die Sache, die ich meinte. Dann muss man immer aufpassen, wenn man Buffhut nimmt oder die Kugel stellt. Immer erstmal schauen, okay, wo bin ich, wo sind die anderen und was machen wir jetzt am besten? Ne? Wer bin ich und wenn ja, wie viele oder wie hieß dieses schöne philosophische Buch? Hälfte hat er. Hälfte hat er. Gut, ein bisschen schwierig zu sagen, weil Aleria als Endboss ja auch noch wartet, aber den Schaden, den er hier drückt und die Art und Weise, wie er auch spielt und sich ja auskennt, jawohl, auch ruhig nochmal die letzten Sekunden in der Kugel mitgenommen, das grabende Tentakel hier out of sight in den Tunnel gezogen. Muss man natürlich aufpassen, ist ein Positioning, was funktionieren kann, aber nicht für jeden was ist, ne? Gerade diese verkleinerte Ausweichmöglichkeit, dadurch, dass dieser Gang wirklich nur kleinere Schritte nach links und rechts natürlich zulässt, wenn man gerade einen Gegner bekämpft, das ist wirklich nicht für jeden eine tolle Option, aber wenn man das so hinbekommt, dann hat man hier natürlich eine kleine Safe Zone, weil da stand man eben schon eine halbe Minute rum, das heißt, hier wird keine Patrouille kommen, hier wird man mit den Füßen nicht irgendwie über das Dach und in drei weitere Gruppen springen können, also für den einen ist es ein sehr unsicheres Ding, für den nächsten ist es ein sehr sicheres Ding und so muss eben jeder rausfinden, wie man es hier am besten hinbekommt. Die grabenden Tentakel, kleiner, was ist das denn? Ich wollte Joke sagen, dabei ist das gar kein Joke. Achtung, mega Witz vorne, die grabenden Tentakel, die graben sich ein. Lachkick, Mario Barth hat den direkt mitgeschrieben, finde ich super. Und die graben sich überraschenderweise unter euch wieder aus. So, und wenn ihr also bei denen stehen bleibt in der Nähe, dann machen die das nicht. So, dann lauft ihr eben nicht Gefahr, dass sie sich unter euch ausgraben, euch hochkicken, ihr mega Schaden bekommt, sondern ihr steht einfach dran. Die hauen euch dann so ein bisschen und vor allem verliert ihr dabei keine Zeit, weil dieses Ein- und Ausgraben, das geht natürlich mega auf den Sack. Vielleicht müsst ihr dann euer Positioning noch verändern, gerade als Caster, super ekelhaft, deswegen als Mage, wenn es geht, einfach ranblinzeln, möglichst schnell dran stehen bleiben und umbrezen, Drachenodem und Co. und ab dafür. Sehr schön hier auch, haben wir gerade gesehen, der Umhang ist soweit ausgebaut mittlerweile, dass auch der Main-Stat-Buff aktiv wird. Das ist jedes Mal der Fall, wenn dieser Drachenkopf über ihm erscheint, so ein bisschen brüllt, dann gibt es da noch Bonus dazu. Den Mob hier, den Mini-Boss entsprechend unterbrochen, ist auch sehr, sehr wichtig, ja, wenn der zu lange durchkanalisiert und wenn er zu lange lebt. Und das kann natürlich auch ruckzuck gehen bei so einem Maskenrun. Wir wissen, das ist ähnlich wie bei M+. Das heißt, pro Maske werden ja auch generell schon Leben und Schaden sämtlicher Gegner erhöht. Und wenn man da dann nicht richtig kickt, dann kann das sehr schnell sehr übel aussehen. Ich bin sehr gespannt auf den Kampf gegen Umbreak, unseren Endboss im Magierviertel. Da hatten wir in den letzten Replays ein bisschen Glück bei unseren Druiden. Die sind ja generell in ihren Gestalten immun gegen weitere Gestaltverwandlungszauber. Das heißt, sie mussten da überhaupt nicht aufpassen. Als Schurke, als Magier, als, naja, Nicht-Druide eben. Ja, muss man natürlich schauen, welchen Zauber man in diesem Fight dann unterbricht. Denn der haut zum einen seine entropischen Geschosse raus, also arkane Geschosse für leeren Helfen. Hey, voll cool, modifiziert. Und zum anderen einen Schiebeffekt. Verwandelt euch also in ein Schaf, was, glaube ich, Aleria dann auch bekommt, nachdem wir den umgehauen haben als Fähigkeit. Und da muss man dann abwägen, ne? Kicke ich jetzt quasi diese Geschosse, die mir garantiert Schaden an Leben und geistige Gesundheit abziehen, oder kicke ich den Schieb? Ich bin da immer für den Schieb, weil die Geschosse, okay, die kann man mit einberechnen, da geht man eben rein, stellt vielleicht nochmal eine Kugel, ist einfach ready und ist sich auch sicher, dass man genug Schaden bringt, um den umzubrezen, bevor diese Geschosse 20 Mal hintereinander kommen und einen töten. Ja, aber bei dem Schaf, bei dem Schieb, da weiß man immer nicht, was alles passieren kann. Dann seid ihr ein Schaf für ein paar Sekunden, rennt unkontrolliert rum, kackt weiterhin eure riesigen Voids hinter euch aus, vielleicht kommt dann noch eine andere Fähigkeit von ihm, die trifft, der Affix des Viertels und. Also das Chaospotenzial. Bei dem Verzauberungsschafgelöt oder Schafverzauberungsgelöt, Alter, machen wir es einfach so rum. Das ist endlos, ja, das ist fucking endlos. Vielleicht lauft ihr dann durch den Boden, landet in einer anderen Dimension und Thanos schnippst und alle Schafe sterben oder so. Und ihr seid in dem Moment noch ein Schaf. Also das ist halt super, super kacke und da muss man auch aufpassen. Ja, als Schurke, gerade als Gesetzlosigkeit, natürlich super Sache hier bei den Ketten, bevor man da um sein Leben rennt. Oh, das war aber auch gerade knapp mit den Füßen nochmal zurück in die Tentakel-Void gekickt worden. Da kann man zumindest auf Range noch so ein bisschen überbrücken, ne, mit zwischen die Augen oder so ein paar Pistolenschüssen, bevor die nächsten Ketten wieder angehen. Ah ja, hat ja doch sein Tun gerade mit dem Backpedal, mit dem Zurückweichen und dem Kiten des Bosses, um nicht die ganze Zeit diese Tentakelschläge abzubekommen. Aber auch das hat jetzt hier wunderbar funktioniert. Sehr, sehr schöne Sache. Und jetzt geht es nur noch darum, die entsprechenden gefangenen Kollegen hier zu befreien. Sehr schön die Tippelschritte auch, um sich da selber nicht zu verbauen, sich selber nicht auf den Sack zu gehen. Und das ist ja auch die Gefahr bei den Visionen, ne? Dass man sich mit diesen ganzen Überschneidungen und Chaosfaktoren einfach selber auf den Sack geht. Ich meine, zum guten WoW-Spieler gehört auch so eine gesunde Prise Selbsthass, ja, dass man WoW vor allem spielt, um sich selber zu bestrafen, weil man das eben noch mehr hasst als sich selber. Das kann wirklich auch ein beflügelndes Gefühl für viele in entsprechend wichtigen Situationen sein, aber deswegen
sollten wir das natürlich nicht überstrapazieren. Hier links ist die Bank übrigens von Stormwind. Warum ich euch das erzähle, sowohl in Orgrimmar als auch in Stormwind können verschiedene Gebäude offen sein, in den Anfangsgebieten, als auch hier zum Beispiel im Handelsdistrikt. Und wenn die offen sind, dann sind da in der Regel Bonus-Events, meistens einfach Bonus-Bosse drin. Wenn ihr die tötet, dann gibt es einen Bonus-Buff. So, mehr Bonus ging jetzt nicht. Also da kann es sich auch lohnen, mal reinzuschauen. Muss man natürlich aufpassen, ja, so eine ermächtigte Gildenbank, wie auch ein Garmon in Orgrimmar oder so, die sind natürlich auch verstärkt über die Masken und die Affixe des Viertels sind auch bei denen aktiv. Da muss man immer abwägen. Lohnt sich das jetzt auch zeitlich da für mich reinzugehen, irgendwie 10% mehr Crit, 10% mehr Leben mitzunehmen? Oder soll ich es lieber einfach ad acta legen und sein lassen? Ja, das ist immer so die Frage, die man sich dann individuell selber beantworten muss. Wir als Gruppe haben das immer gemacht, hatten aber auch einen Tank und einen Heiler als Zeit dabei. Von daher, wie gesagt, immer für sich selber abwägen, gucken, welche Wege kann man nehmen. Ja, auch wieder, ja, die Zeit ruhig sparen, auch so ein Auge, auch so ein mieser Pilz, Myzel, sonst was, Tumor, Weg, hier alles dasselbe, ne? Pilze sind genau dasselbe wie Tumore, Alter. Ich empfange dem nächsten Nobelpreis in Sachen Biologie. Kein Problem. Und jetzt im Handelsdistrikt. Und hier muss man aufpassen. Aus dem Handelsdistrikt meine ich natürlich. In das Magierviertel. Hier muss man schon aufpassen. Hier habe ich es mir mal verbaut. Da kommen sie nämlich, die patrouillierenden Fleischbestien. Habe mich hier hingesetzt, sagte, oh Mensch, jetzt mal meinen Buffhut snacken ganz in Ruhe. Ja, und dann kam die Patrouille. Und am Arsch waren die 100 geistigen Bonusgesundheitspunkte. So belassen. Wir sehen auch, die halten ein bisschen aus. Sie sind natürlich vor allem da, um zu nerven. Ja, dieses Modell, das kennen wir. Das hatten wir damals schon zu BC. Heute immer noch im Drenai-Startgebiet. Dann wurden die immer weiter genutzt für irgendwelche dämonischen Schleimviecher. Grundmodell ist das, glaube ich, auch vom Schar aus MOP. Ja, und gerade diese kleinen Viecher, wissen wir, die sind vor allem da, um auf den Sack zu gehen. Sehr schön hier jetzt ein bisschen Bewegungsfreiraum geschaffen. Sofort auf Range das entsprechende Verderbnistumorteil weggeschottet. Jetzt mit dem Mantel der Schatten, um sich da gar nicht ärgern zu lassen. Ja, ruhig benutzen die Fähigkeiten, um hier so ein bisschen Ruhe auch ins eigene Gameplay zu bringen. Ganz, ganz wichtige Geschichte natürlich. Denn, ich sag's immer wieder, in den Visionen ist der größte Feind eigentlich man selber, ja, nicht die Angst und auch nicht irgendwie das Schwert aus dem Hut von Harry Potter, Grüße an Gryffindor an dieser Stelle, sondern man selber verbaut sich hier die Sachen, indem man zu aufgeregt ist, zu nervös, Sachen irgendwie falsch berechnet, ja, oder sich denkt, Mensch, den Cooldown, den benutze ich lieber bei der nächsten Gruppe, ja, und dann wird man umgehauen und dann ist Ende. Also es ist natürlich viel Einspielen, es hilft natürlich ungemein, die eigene Klasse zu kennen, es hilft ungemein, die ganzen Tipps zu befolgen, die ich im Vorfeld schon mehrfach erklärt habe, und natürlich auch den Umhang und das eigene Gear entsprechend auszubauen. Junge, und dieser Atem der Sterbenden, der ist nicht von schlechten Eltern, ne? Wenn ihr da schön reingrittet, Junge, und dann gleich die Abklingzeit mit verringert. Na, aber hallo, da sehe ich uns. Da fliegt so eine Kugel. Das bedeutet, wir sind in Sachen geistige Gesundheit wieder so ein bisschen lower gedroppt. Und dann werden über die nächste Maske, bald haben wir alle 5 zusammen, da wird dann natürlich so ein Bonus-Ad beschworen. Wir kommen zu unserem schwarzen Clown-Boy. Das ist sein Name, der heißt so. Was da steht irgendwie, das ist nicht richtig. Das ist der schwarze Clown-Boy. Und der ist eigentlich nur dahingehend nervig, dass man das Positioning im Auge haben muss. Gerade was diesen Feuerregen angeht. Aber den kann er hier gerade als Schurke. Da kann man, glaube ich, auch skillen, dass die Range entsprechend erhöht ist der eigenen Angriffe. Wenn man dann nebenbei so ein bisschen die Ads mit Klingenwirbel und Co. in den Griff bekommt, dann ist das wirklich gar kein Problem. Da kann es als Caster eher auf den Sack gehen, wenn man sich so ein bisschen die Sachen verbaut und dann noch mehr moven muss und dann noch ein Ad beschworen wird und so weiter und so fort. Das war jetzt hier für einen Gesetzlosigkeitsschurken nicht wirklich ein Problem. Und auch die Kollegen werden ja mit Shadowlands ein bisschen angepasst, zumindest so weit, wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe. Das ist ja auch immer noch mal ein anderes Paar Schuhe, als wie es dann wirklich ist. Wenn man sich irgendwelche Alpha-Bild-Patch-Notes von den ersten Sachen durchliest, ja, dann muss man ja auch immer gucken, habe ich das richtig verstanden? Und wie oft die Sekunde ändert Blizzard das, was ich da verstanden habe? Sehr schön auch hier wieder weggeschottet, jawohl. Schön auf Range, guckt euch das an hier, ganz entspannt. Einmal die Gun mit dem Pistolenschuss, jawollo, und wieder den Atem hinterher. Nice Geschichte. Und dann muss er jetzt nur noch das Auge weghämmern. Auch das einfach auf Range hier. Wunderbare Sache. Ein Träumchen, liebe Leute. Ein Träumchen. Unten übrigens, wer sich das vielleicht auch gefragt hat, hin und wieder macht er ja diese Stacheln um sich rum. Das dürfte das Trinket mit diesem Elefantenrüsselvieh unten relativ rechts neben Blenden entsprechend sein. Das ist vom guten Drassagas, das ist ein Boss aus Nealota und der arbeitet viel mit Tentakeln und Stacheln und flippt hin und wieder aus und dann kommen noch mehr Tentakeln und Stacheln und... Ja, das ist im Grunde der Bosskampf und es gibt ein Schmuckstück bei dem und das wird euch jetzt überraschen, aber das flippt aus und macht dann alles voll mit Tentakeln
und Stachel. Ja, und das wirft er auch hin und wieder an. Das ist, denke ich, eine ganz gute Sache. Gerade auch hier für diesen entsprechenden, ja, nicht für den Fight im Speziellen, aber für die Vision an sich gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, damit Schmuckstücken und Co. zu variieren. Auch als Heiler, ja, haben wir ja auch so ein schönes Schmuckstück aus Nyalotha, ich glaube, von einem der ersten Bosse sogar, wo wir dann auch einen Dot auf das Ziel setzen können. Dann macht das ein bisschen Schaden über Zeit, logischerweise. Dann gibt es noch ein bisschen Mana dazu. Und das sind natürlich alles ganz nette Geschichten, die man definitiv beachten sollte. Ja, die Gruppen im Magierviertel, die sind nicht sehr angenehm. Bin auch gespannt, ob er jetzt nochmal eine Kugel stellt. Gabe der Titanen ist noch an. Muss man sich aber überlegen, ob sich das lohnt, da jetzt reinzugehen, so blindlings. Denn der nächste Blub, den er eben schon so ein bisschen aus dem Augenwinkel anvisiert hat, der ist natürlich sehr, sehr böse. Ja, und da hätte ich auch empfohlen, jetzt die Kugel zu stellen, solange er da drin ist, wollte ich sagen, dürfen auch die Affixe jetzt nicht mehr allzu große Probleme bereiten. Selbst wenn sich das überschneidet, ist die Kugel ja da, um euch zu retten. No, und jetzt ist er direkt in so einen Blob engaged, in so eine leeren Pfütze. Oh, oh, oh. Und dazu vorne nicht zu vergessen, der bleierne Fuß, den Atem muss er absolut dodgen, jawohl. Das ist auch so eine Art Atem der Sterbenden, auch wenn er eigentlich Chaos-Atem heißt. Aber wer den schon mal voll in die Fresse bekommen hat, der weiß genau, warum ich den so nenne. Schaden ist da, Leute. Guckt euch das an. Alles reingetrommelt, da überhaupt kein Problem. Und weggezimmert, sehr, sehr schön. Die Gesundheit gleich wieder aufgefrischt durch den Kill, die da verloren wurde. Wunderbar gemacht. Aber dieses Vieh, wie auch das Rote in Orgrimmar, das ist immer so ein Pickel am Arsch des Spielers, Freunde. Das ist wahrlich unangenehm. Da links hinter dem Tresen haben wir gerade so ein Kristall gesehen. Die kann man in den verschiedensten Vierteln sammeln. Die kann man dann bei einem Astralen im Anfangsviertel abgeben. Der gibt uns dann ein paar Zusatzmünzen dafür. Muss man auch wieder selber überlegen, ob man da jetzt ein Auge drauf wirft, ob man da Zeit für hat, ob man seinen Run in Ruhe machen will oder ob man eben für den Münzenfarm hier reingeht und so weiter und so fort. Auch da gibt es nochmal solche Spezialitäten. Vielleicht nochmal ein Wort zu den Tränken, weil wir uns da relativ ungenügend drüber unterhalten haben. Auch wenn es mir immer ein bisschen leid tut, dass all diejenigen, die wirklich jedes Visionscommentary sehen, es immer und immer wieder hören müssen. Aber vorne gehört eben dazu, die Tränke. Die haben wir genauso wie diese Kristalle relativ random in den Vierteln verteilt. Und je nach Run haben die unterschiedliche Effekte. Wichtig ist aber, dieselben Effekte existieren immer. Die sind nur unterschiedlichen Tränken jedes Mal zuzuschreiben. Heißt, in einem Run zieht euch der schwarze Trank 100 geistige Gesundheit ab beim Trinken. Im nächsten Run haut euch der schwarze Trank irgendwie 100 geistige Gesundheit drauf. Und im wieder nächsten Run gibt er euch einen Drachenodem-Effekt und so weiter und so fort. Und neben diesem Drachenodem gibt es noch andere nützliche Effekte. Oh, jetzt hier mit Blenden gearbeitet. Jawollo, um hier gar nicht in die Bredouille zu kommen auf die letzten Meter. Sehr, sehr schön vorne mit CC in der Vision ein Träumchen. Und das ist natürlich eine super Sache, gerade als Melee jedes Mal noch so einen Atem nach vorne, der Schaden macht oder irgendwie ein bisschen mehr Heilung über einen anderen Trank. Und das Schöne dabei ist, dass ihr die stacken könnt. Wenn ihr also zweimal hintereinander denselben Trank trinkt, dann stackt sich die Laufdauer. Dann habt ihr den nicht nur 3 Minuten, sondern 8 oder dann irgendwann 25 und so weiter und so fort. Und das ist natürlich super, denn wir hatten vorhin schon was passiert. Wenn man nicht genug dieser Effekte sammelt und stackt, dann laufen die irgendwann aus und dann gibt es einen negativen Effekt. Dann seid ihr gefeiert oder ihr müsst euch übergeben und seid gestunt und so weiter und so fort. Das kann man auch manuell provozieren, wenn ihr also merkt, okay, ich finde keinen Trank, der läuft gleich aus, dann könnt ihr euch Outfight irgendwo in eine sichere Position begeben, diesen Buff mit einem Rechtsklick deaktivieren, euch eben auskotzen und dann passiert euch das nicht Infight, wo sich auch wieder ganz, ganz viel Mist überschneiden kann. Aber wichtig ist eben, wenn man ein Auge auf diese Tränke hat, dann wirklich gucken, dass man möglichst dieselben stackt und dass man natürlich irgendwie über Weak Auren und Co. oder eben am Anfang es sich einfach einprägt, welchen man trinken sollte und welchen logischerweise nicht. Und welchen man nicht trinken sollte, das ist rauszufinden, gerade in Sturmwind, wenn ihr spawnt am Anfang und auf der rechten Seite bleibt, da liegt ein Toter, neben dem steht ein Trank und aus diesem Gesamtbild können wir natürlich jetzt ganz frei interpretieren, dass dieser Trank diesen Kollegen umgebracht hat und darum sollten wir den auch nicht trinken. Ähnlich ist es in Orgrimmar, da nur nicht auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite in einem der Häuschen lässt sich das rausfinden, welcher Trank jetzt lieber gemieden werden sollte. So, es wird direkt engaged. Ich meine gesehen zu haben, dass eben noch so ein Bonus-Ad gespawnt ist aus der Ecke. Jawollo, das sollte aber für unseren Schurken nicht so das Problem sein. Da kommt noch ein kleiner Smash mit rein, aber wenn er jetzt hier mit dem Klingenwirbel das Ganze eigentlich wegcleaven kann, dann sollte das an sich funktionieren. Da kommt jetzt der Schieb, den kriegt er nicht noch gekickt. Da haben wir so eine unangenehme Situation, boah, in seinen eigenen Flächen. Und dazu habt ihr das gesehen, kamen jetzt auch noch die Geschosse hinterher. Das heißt, die sind jetzt so oder so auch durchgekommen. Egal wie und wo und warum man da kickt, deswegen immer am besten ein Auge auf den Schieb haben. Oh, 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 gefährliche Situation. Ich glaube, da muss jetzt das Notfallkit angehen. Ich glaube, das war jetzt schon in der ersten Phase ein bisschen zu viel. Es sei denn, er haut jetzt hier Kritz jenseits von Gut und Böse raus. Aber so viel kann er eigentlich nicht kicken, jawohl.
Da kommt das Notfallkit nochmal entsprechend gerettet, an einer sehr schönen Position auch. Da war jetzt keine Bedrängnis von wegen Voids und Geschossen und Schiebeffekten noch hinterher. Da konnte er sich ganz in Ruhe nochmal sammeln, hat das jetzt rausgehauen und dazu ist es letztendlich ja auch da. Das hat super funktioniert. Nochmal die letzten ankommenden Eisflächen da entsprechend gedodged und ran an den Kollegen gewürfelt. Und ab dafür. Und die Würfel, um vielleicht zu den Shadowlands-Änderungen zurückzukommen, die sollen so ein bisschen koordinierter werden, ne? Irgendwie weniger kosten und mehr bringen und so weiter und so fort. Also all das, was mich am Gesetzlosigkeitsschurken sehr, sehr stört und was ich auch immer wieder zu hören kriege, wenn wir irgendwie mit Twinks unterwegs sind. Der gute Rocktool hat jüngst seinen Gesetzlosigkeitsschurken equipped und hat immer nur gemeckert. Falsche Würfel und hin und her. Und wenn das nicht die falschen Würfel sind, dann macht das echt Laune und geht mega ab, aber... Ach, das ist gar nicht mal so häufig irgendwie der Fall und das wiederum ist natürlich sehr, sehr traurig, deswegen fand ich die Änderungen, die genau das bringen, was ich eben gesagt habe, fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm und war sehr gespannt, ob das diverse Schurken-Mains irgendwie stört oder so, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn diese Mechanik ein bisschen runder einfach läuft und man dann in manchen Bosskämpfen nicht ständig irgendwie Kombopunkte und Energie in endloser Schleife aufwenden muss, einfach nur, um sich bestimmte Buffs abzuholen, das finde ich ein bisschen... Sehr, sehr schwierig, aber Liebhaber gibt es ja für alles Specs und alles gelungen. Deswegen mal gucken, wie groß der Aufschrei wird oder ob es die große Masse gut heißt. Ja, wir sind beim Endboss angekommen. Das lief doch ziemlich rund. Er hat sogar noch eine Kugel übrig. Auch das Notfallkit ist soweit verbraucht worden, wird jetzt hier am Anfang hingestellt. Jawollo, da kann man sich ein bisschen Zeit lassen, dass man wirklich diese Kugel auch noch in den Kampf wirklich mitnehmen kann. Denn Aleria labert ja eine ganze, ganze Weile. Nochmal ein Fläschchen mit reingezimmert, jawoll. Und dann geht es jetzt hier nach vorne. Solange man in der Kugel ist, kann man ja auch in den Voids stehen bleiben. Die negiert so gut wie alles, was es an Negativeffekten gibt. Sehr, sehr schöne Sache. Wir haben hier auch das Machtversprechen. Das heißt, wenn man die Chance hat, sich in eine solche Void wieder rechts diesen Wirbel reinzustellen, gibt es noch ein bisschen Bonusschaden für den eigenen verursachten Schaden logischerweise obendrauf. Desynchronisiert kann sehr auf den Sack gehen, kann auch sehr geil sein. Mal werden wir sehr viel schneller, mal werden wir sehr viel langsamer. Da muss man natürlich auch ein Auge drauf haben. Zum Glück hat Aleria ja schon eins auf uns geworfen. Lell, ansonsten kann man da auch wirklich Probleme bekommen, wenn man jetzt nicht damit rechnet, dass man gerade verlangsamt ist, versucht dann wegzurennen und das funktioniert auch gar nicht so, weil man eben bis zum geht nicht mehr geslowt ist. Das heißt, da muss man auch definitiv aufpassen, hier bei den Ketten oder eben bei ihren dunklen Eruptionen und Co. Sehr, sehr schön hier einfach gegen die Säule ziehen lassen. Dann läuft das. Wir haben gesehen als Klicker natürlich den Vorteil, ruckzuck sind die Finger da ganz, ganz schnell unterwegs bei den Bombenfässchen. Die konnte da ja wunderbar und schnell aus dem Weg räumen und in andere Ecken kicken. Einwandfreie Geschichte. Die Fiole einfach mal mit reingehauen. Warum denn nicht? Wir haben es ja in dem Moment die Energie. Mantel der Schatten, jawollo, um ja auch im Sperrfeuer stehen bleiben zu können. Und hier guckt es euch an. Zack, zerab, ganz schnell einmal zur Seite geschossen. Jawollo, oh, da kam der Schieb. Deswegen ist er auch lieber rausgegangen. Das war ihm jetzt ein bisschen zu heiß im wahrsten Sinne. Oh, 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 oh. Da wird nochmal wirklich ein bisschen brenzlig hier in den letzten Zügen, aber dann lieber ganz in Ruhe einmal ein bisschen weiter hinten stehen, einmal alles so ein bisschen abpassen, bevor es hier komplett chaotisch wird. Wir haben die Zeit, das kann alles funktionieren. Ganz in Ruhe nochmal auf den Cooldown warten, darauf warten, dass Aleria rankommt, dass das alles an Fähigkeiten durchgezimmert wurde. Jawollo, jetzt nochmal die Fässer ein bisschen weggekickt und dann jetzt wegbürsten. Jetzt ist die Chance, jetzt haben wir das Positioning, egal ob noch ein Zusatz-Ad oder nicht, egal was jetzt gefressen wird oder nicht. Notfallkit ist noch nicht mehr ready vor allem. Oh Gott, ich bin ganz nervös, Freunde, wenn ich das hier sehe. Der Fight ist doch zum Ende nochmal deutlich mehr eskaliert, als mir das lieb gewesen wäre. Und hier wäre so ein Notfallkit jetzt natürlich auch eine gute Geschichte. Aber da ist er ja noch ganz gut von entfernt. Kriegt jetzt auch nicht mehr so viel ins Maul. Jawollo, 200 geistige Gesundheit. Auch von dem Kill nochmal Ad ignoriert. Und am Ende sauber runtergerödelt. Einwandfrei. Oh, das war aber, Leute, das war ganz schön spannend nochmal am Ende. Also da wusste ich ja gerade selber nicht mehr, wie mir hier geschieht. Oh, Junge. Das war ordentlich. Und das war auch nochmal so ein Zeichen von wegen, ja, da kann es immer mal eskalieren bis zum geht nicht mehr. Ne? Noch der Schieb hinterher, dann denkst du dir, ach, ich stehe mir hier hinten ganz auf entspannt, chill ich hier meine Basis, ja, kommt tausende Fähigkeiten, das Auge kommt angeflogen, die nächsten Bomben und dann steht man da und denkt sich, ja, bevor du irgendwas sagen und denken kannst, dann bist du schon so low gedroppt, dass wieder ein neues Ad noch beschworen wird oder ach, hör mir doch auf. Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank fürs Zuschicken. Wir haben gesehen, es lohnt sich, Sachen auszuskillen. Es lohnt sich, sich mit der Klasse, mit den Wegen zu beschäftigen und die ein oder andere Stärke entsprechend auszuspielen. Sei es, um Zeiten zu verkürzen, auf die Gesamtdauer der Vision natürlich bezogen, oder sei es, um natürlich manche Bosse einfach sauberer zu spielen und Kugeln aufheben zu können und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschicken. Wir sehen uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Shows.